Das Dämonentor wurde zerbrochen. Asmodan versorgt seine Truppen mit Hilfe abscheulicher Sündenherzen mit Energie. Ich werde sie vernichten und den Herrn der Sünde zur Rechenschaft ziehen. Ihr habt eins meiner Spielzeuge getötet. Habt ihr meine ungeteilte Aufmerksamkeit? Ich kann den Ton dieses Frauenzimmers nicht leiden. In den Krater selbst hinuntergehen? Möchtet ihr etwas essen? Das ist keine Sache, die man mit einem leeren Magen angehen sollte. Welche Fertigkeit soll ich mir aneignen? Der Prophet würde nicht wollen, dass ich hier herumstehe. Thank you.
Schmuggler mögen zwar wie Riesenskorpione aussehen, sind jedoch in Wirklichkeit Menschenopfer, die von Dämonen zurechtgeformt wurden, um ihnen diese unverwechselbare Gestalt zu verleihen. Dazu schneiden sie ihnen die Brust auf und verstümmeln auf brutale Art und Weise ihre Beine. Diese vor Schmerzen in den Wahnsinn getriebenen Kreaturen können ihre Beute mit einem einzigen Stich vergiften. Geht noch nicht. Euer Fleisch ist schwach. Ich brauche mehr Zeit.
Das war erfrischend. Ich brauche mehr Zeit. Die Schriftrollen beschreiben die gewaltigen Phasenbestien als fleischgewordene Sünden. Asmodan gewährte ihnen große Macht, wodurch die Bestien dazu in der Lage sind, sich nach Belieben dem Auge zu entziehen. Es wird angenommen, dass der Herr der Sünde sie nur auf ungewöhnlich kluge Gegner hetzt, die nicht mit Zahn und Klaue zu bezwingen sind. Es sind einfach zu viele Dämonen da draußen. Könntet ihr etwas dagegen unternehmen? Er sagte, sie habe ihn verflucht und seinem Freund das Herz aus dem Leib gerissen, bevor er mit Mühe und Not entkommen konnte. Also wirklich, nur Männer heutzutage neigen zur Übertreibung. Ihr seid etwas Außergewöhnliches, nicht wahr? Yeah.
Genießt ihr ihre Gesellschaft? Mit meinen Töchtern. Ich möchte euch nicht ermüden. Sündenherz strömt. Dafür werdet ihr büßen. Ich brauche mehr Zeit. So nahe. So nahe schon. Ah!
Ich bin zurück. Ich brauche mehr Zeit. Ich hoffe doch, dass ihr euch nicht zu viel vorgenommen habt.
Ihr seid jetzt so nah. Und was für ein Atem auf meiner Haut spüren. Dieses Gefühl, euch zu erwarten. Köstlich. Bei allem, was heilig ist, seht ihr den Feind da drüben? Habe ich mich gefreut. Schon, das könnt ihr doch besser. Was ist das für ein Benehmen? Ich werde mich nie vor einem wie euch verneigen. Asmodan steht zwar all seinen Leutnants nahe, aber an Sydea liegt ihm besonders viel. Die Gebieterin der Lust ist ebenso schön wie grotesk. Sie hat den Oberkörper einer Frau und die Beine einer Spinne. Ihre Stimme soll weich wie Honig sein, doch sie spricht nur Worte.